So, hallo und herzlich willkommen hier aus meinen heimischen Studios, sprich Wohnzimmer. Mein Name ist Michael Seelmeier. Ich bin Beisitzer des Landesverbandes Niedersachsen der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz. Doch in dieser Eigenschaft möchte ich heute gar nicht zu euch sprechen, sondern in meiner Eigenschaft aus meinem Beruf als Berufskraftfahrer. Viele von euch haben ja diesen umstrittenen Rindertransport von Aurich nach Marokko mitbekommen. 30 Tiere wurden ja angeblich von Lindena nach Belgien auf einem Biohof verkauft. Gut, Herr Lindena verweigert ja die Aussage, wo die genau hingekommen sind. Kann man nicht nachprüfen, lassen wir das auch dahingestellt. Rund 270 Tiere wurden, nachdem das Verwaltungsgericht Aurich eine Transportuntersagung des Ministeriums von Frau Otte Kinas gekippt hatte, nach Marokko gekarrt. Sagen wir jetzt mal ganz einfach so, nach Marokko transportiert. Nach 4 Tagen meldete Herr Lindena, die Tiere wären an ihren Zielort angekommen. Und da wurde ich als Berufskraftfahrer, der bis 2005 im Güterfernverkehr tätig war, auch international, doch ganz schön stutzig. Warum und wieso, das möchte ich euch jetzt mal eben erklären. Und da bitte ich jetzt alle Spediteure, Berufskraftfahrer und Disponenten, doch mal bis zum Ende dabei zu bleiben und meine Angaben zu überprüfen. Ja, aber um das zu veranschaulichen, dass ich da doch erhebliche Zweifel habe an den Aussagen von Lindena, oh, schwerer Name, erkläre ich euch mal eben für den Unbedarften, die sich mit dem Transport bzw. mit Schwerlastverkehr nicht auskennen, die Gegebenheiten. Heutige LKWs haben einen Begrenzer. Das heißt, die maximale Geschwindigkeit je nach Einstellung variiert zwischen 88 und 90 km/h. Dann schalten diese LKWs den Begrenzer ein. Schneller kann dieser nicht mehr fahren. Gut. Dann gibt es dann aber auch noch die Lenk- und Ruhezeiten. Das heißt, ein LKW-Fahrer, der in seinen LKW steigt, hat sich an Pausenzeiten und Ruhezeiten zu halten, die da aussehen wie folgt. 4,5 Stunden darf er fahren, dann muss er 45 Minuten Pause machen, darf wieder 4,5 Stunden fahren, dann müsste er 11 Stunden Pause machen. Es gibt das aber, wir sind ja in Europa, eine Ausnahmegenehmigung. Das heißt, zweimal in der Woche, in einer zusammenhängenden Woche, darf er diese Zeit überschreiten, und zwar um 1 Stunde bzw. dann um 2 Stunden. Das heißt also noch einmal, er darf 4,5 Stunden fahren, 45 Minuten Pause machen, 4,5 Stunden fahren, 45 Minuten Pause machen, dann darf er noch einmal 1 Stunde fahren und muss 11 Stunden Pause machen. Gut. Das kann er zweimal machen, also sagen wir mal Montag, Dienstag. Ja, dann hat er eine insgesamte Lenkzeit von 20 Stunden ja schon weg. Wir reden jetzt hier nur von Lenkzeit. Dann darf er nur noch 4,5 Stunden fahren, 45 Minuten Pause machen, 4,5 Stunden fahren, 11 Stunden Pause machen. Ja? Soweit folgt ihr mir. Ich habe mich hingesetzt und habe das mal alles nachgerechnet, weil zu meiner Zeit, als ich noch im internationalen Fernverkehr tätig war, hat man das alles noch mit Karte gemacht. Heute hat man ja Gott sei Dank Google Maps. Die LKWs selber sind alle satellitengestützt. Das heißt, Navigation und Fahrdaten werden
via Satellit an den Disponenten, an den Spediteur übermittelt. Das heißt, sämtliche Fahrdaten sind nachvollziehbar. Dann heutige LKWs, moderne LKWs. Ich nehme an, man wird da nicht mit einem alten Kahn aus dem Baujahr 70 da runterfahren, der noch Tachoscheibe hat. Man hat heute moderne LKWs für diesen Langstreckentransport, der sich da bis Gibraltar von Aurich nach Gibraltar über 2664 Kilometer hinzieht auf dem LKW. Das heißt, sie haben einen digitalen Fahrtenschreiber. Es ist eine Karte, eine Fahrerkarte, die aussieht wie meine diesejenige hier. Moment, ich hole sie mal eben raus. So, ich muss mal eben gucken. So sieht diese Fahrerkarte aus. Diese steckt man in das Gerät. Die Karte wird digital eingelesen und sämtliche Daten werden einmal auf dieser Karte und auf den Fahrtenschreiber, auf den digitalen Fahrtenschreiber abgespeichert. Nach 4 Stunden 15 Minuten schreibt das Gerät Pause in 15 Minuten. Das macht das Gerät automatisch. Aber auch all diese Daten über diese Fahrzeit, über das, was der Fahrer macht, ob das Fahrzeug sich bewegt, wo es sich bewegt oder ob das Fahrzeug steht und was der Fahrer eingegeben hat. Man hat da eine Taste, da gibt es dann Lenkzeit, das ist ein Symbol, sieht aus wie ein Lenkrad. Dann gibt es Arbeitszeit, das sind zwei über Kreuz gelegte, sagen wir mal Hammer. Ja, das ist Arbeitszeit. Und dann gibt es noch sonstige Zeiten. Früher gab es mal das Fragezeichen, heute ist es, sieht ganz komisch aus auf jeden Fall, ist ein Fragezeichen. Ja. Wenn ich denn als Fahrer nach 4,5 Stunden meine Pause mache, fahre ich auf den Parkplatz, sofern ich in der Bundesrepublik Deutschland bzw. in Europa überhaupt noch einen finde, und drücke da oben die Taste Pause. Dann bleibe ich 45 Minuten stehen. Und dann fahre ich weiter. Meine reale Pausenzeit wird abgespeichert. Das heißt, wenn ich 43 Minuten stehen geblieben bin und losfahre, habe ich meine Pause nicht vollendet, sondern habe nur eine Pause von 15 Minuten drauf. Da hat der Fahrer Bock missgebaut, er hat eine halbe Stunde verschenkt. Egal, ist sein Problem. Er müsste theoretisch wieder stehen bleiben, diese halbe Stunde noch nachholen. Also wiederholen. Andersrum, wenn er 46 Minuten stehen geblieben ist, werden auch 46 Minuten abgespeichert. Das ist dann seine Pause. Dann fährt er wieder 4,5 Stunden und dann macht er dann seine Tagesruhezeit von 11 Stunden. Das wird alles abgespeichert. Das hat der Spediteur auch alles auf seinen Schreibtisch bzw. Computer. Ja, jetzt hänge ich ein bisschen. Ja, und dann kommen wir mal zu den LKWs. Und zwar hatte ich ja gesagt, die haben einen Begrenzer. Ja, je nachdem, wie er eingestellt ist, schlecht eingestellt ist, 87, 88. Dann schaltet der LKW ab, beziehungsweise beschleunigt nicht weiter. Denn gut eingestellte sind bei 90, dann schalten die ab, ja, beziehungsweise beschleunigen nicht mehr. Mein LKW zum Beispiel schaltet ab bei 89, schneller kann dieses Auto nicht fahren. So, jetzt haben wir aber in Europa, europaweit wohlgemerkt, aber auch maximale Höchstgeschwindigkeiten. Auf Bundes- und Landstraßen darf maximal 60 Stundenkilometer gefahren werden bei optimalen Bedingungen. Auf Kraftverkehrsstraßen mit mehr als zwei Fahrspuren und baulicher Begrenzung, dazu zählt auch eine durchgehende Linie in der Fahrbahnmitte, dürfen Sie 80 fahren, ebenso eben auf Autobahn dürfen Sie 80 fahren. Gut, ich kenne also keinen LKW-Fahrer, außer einige wenige, die 80 Stundenkilometer fahren. Alle fahren 89 bzw. 88 oder eben 90.
Sagt die Polizei auch nichts, das dulden die. So, ganz einfach. Gut. Jetzt wissen wir aber alle. Ich habe hier Google Maps aufgerufen. Ja. Hier oben haben wir Aurich. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Ich vergrößere das nachher noch ein bisschen. Dann habe ich die Fahrtstrecke Niederlande, Belgien, Frankreich über Paris. Runter bis Spanien. Dann die hier runter, Sevilla. Und hier ist Gibraltar. Hier fährt die Fähre. Ja, ne? Gut, das ist Pkw ausgerechnet, reine Fahrzeit 26 Stunden bei 2664 Kilometer. Ich nehme an, Google Maps hat da 120 Stundenkilometer zugrunde gelegt. Also für einen LKW absolut unrealistisch. Wie aber alle wissen, wir haben langsam fahrende Fahrzeuge vor uns. Das heißt, einen Kollegen, der nur 77 fährt, wir haben LKW-Überholverbote. Das heißt, ich muss mit meinem LKW mit 77 oder 80 da hinterher zuckeln. Ärgert mich persönlich auch immer ganz tierisch. Dann haben wir Baustellen, wir haben Staus etc. pp. Das kennen wir ja alles, ne? Jeder, der Auto fährt in Deutschland, weiß genau, er kann seine maximale Höchstgeschwindigkeit nicht auf die Gesamtstrecke halten. Ich habe sehr großzügig eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h im Durchschnitt für diese Strecke Aurich-Gibraltar 2664 Kilometer zugrunde gelegt. Das ist sehr großzügig. Ich habe früher, als ich mit Karte noch navigiert habe, ich habe eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometer, manchmal sogar 55 Stundenkilometer zugrunde gelegt und war mit meiner Schätzung zur Fahrzeit bis zum Zielort meist richtig. Ja, und wenn man denn mal auf diese Karte hier guckt, na, hier sitzen die nix, na, aber ihr könnt davon ausgehen, dass da auch ganz gewaltig viele Baustellen sind. Dann haben wir hier in Niederlande, Belgien haben wir Baustellen, in Frankreich haben wir Baustellen, hier sind Unfälle, ja gut, okay, ist alles möglich, das kann sein, dass da eben nichts war, als dieser Transport war. Hier haben wir wieder in Spanien Baustellen, ja, hier haben wir eine Sperrung, na, kann auch sein, dass während des Transports diese Sperrung noch nicht war. Aber mit Sicherheit, es waren auf dieser Langstrecke garantiert Dutzende von Staus. Ja, also ich habe schon sehr großzügig, verdammt großzügig, 65 Stundenkilometer im Durchschnitt bis zum Zielort in Gibraltar gerechnet. So, jetzt hole ich mal eben dieses PDF hervor. Aurich Gibraltar. So, ich ziehe das mal eben hier hin. So, Transport Aurich Gibraltar. Der da ging über Aurich, Leer, Zwolle, Utrecht, Antwerpen, Lille, Paris, Tours, Bilbao. Da ist eine Steigung von mehreren Kilometern, die geht zwar nur 3% hoch. Ja, aber wenn du oben an der Kuppe angekommen bist, hat der LKW garantiert keine 40 Stundenkilometer mehr drauf. Da stehen auch links und rechts neben der Autobahn dann immer die ganzen Wohnwagengespanne auf halber Strecke oder Dreiviertelstrecke. Die heiß gelaufene Motoren haben. Ne? Also das ist auch schon wieder Zeit. Ich habe dann ausgerechnet, Aurich Gibraltar sind 2664 Kilometer. Wohlgemerkt, ich rechne nur bis Gibraltar, bis zur Fähre. Es kommt nach dieser Rechnung eigentlich noch die Tour dazu. Gibraltar, 1,5 Stunden fährt die Fähre. Plus Zollformalitäten, die da unterwegs ja auch waren eigentlich, beziehungsweise Kontrollen der Veterinärämter an den Grenzübergängen, die da eigentlich auch gewesen sein müssten, ja, plus die Ruhezeiten der Tiere. Aber da komme ich noch drauf zu. Gut, bei 65 km/h wäre das eine
Gesamtfahrzeit von 41 Stunden. Das heißt, 41 Stunden ist die reine Fahrzeit mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 65 km/h. Gut. Haben wir nicht? Geht nicht, weil Pausen. Na, die Verordnung über Sozialvorschriften für den Fahrer. Die lege ich jetzt einfach erstmal nur zugrunde. Ich war im Güterkraftverkehr, das heißt, ich habe tote Gegenstände, Maschinen, irgendwelche Computerteile etc. pp. Gefahren. Na, und habe natürlich keine Ruhezeiten meiner Ladung berücksichtigen müssen. Deswegen, ja, ich beschränke mich jetzt auf die Sachen, von denen ich Ahnung habe. Gut, jetzt haben wir hier geleistete Fahrstrecke 650 Kilometer in 22,5 Stunden. Da ist die verlängerte Tageslenkzeit, wir erinnern uns, eine Stunde mehr. Zweimal die Woche darf ich das ja. Also von 10 Stunden. Ich bin am ersten Tag bin ich 650 Kilometer gefahren und habe dafür 22,5 Stunden inklusive meiner Pausen gebraucht. Am zweiten Tag schaffe ich 1300 Kilometer und zwar in einer Zeit inklusive meiner Pausen in 45 Stunden. Da ist auch wieder eine verlängerte Stunde dabei, also wieder 10 Stunden. So, dann am dritten Tag, in meiner dritten Schicht, schaffe ich 1885 Kilometer in einer Zeit von 65,75 Stunden. Jetzt ist meine Tageslenkzeit maximal 9 Stunden. Ich darf sie nicht mehr verlängern. Das mache ich zweimal. Na? Also am vierten Tag schaffe ich dann 2470 Kilometer, habe bereits auf meiner Uhr, auf meiner Gesamtroute 86,2 Stunden. Ja, ich bin also nur noch, sagen wir mal, 200 Kilometer von meinem Ziel, ist aber vollkommen unerheblich. Ich habe 11 Stunden Pause zu machen. Gut. Nächste Schicht, also fünfte Schicht dann. Ich schaffe diese 2664 Kilometer in 89,2 Stunden und habe an diesem Tag noch von meiner letzten Ruhezeit bis zum Fährhafen Gibraltar nochmal 3 Stunden gebraucht. Ja. Ja, gehen wir hier einfach mal so weiter. Gut. So, jetzt gibt's aber die Ruhezeiten für die Rinder. Herr Lindemann hat selber persönlich angegeben, in Alicante und Pamplona haben sie jeweils 24 Stunden Ruhe gehabt. Das heißt, sie wurden entladen, kamen in den Stall auf eine Weide, was ich zweifle. Ja. Und durften 24 Stunden lang sich außerhalb des LKWs aufhalten. Das sind 48 Stunden bei mir. Jetzt bin ich ganz, ganz, ganz wohlwollend. Das haute alles mit der Lenkzeit des Fahrers hin. Und der hat in diesen beiden Stops auch seine Ruhezeit von jeweils 11 Stunden eingehalten. Das heißt 22 Stunden. Da bleiben 26 Stunden über, die er noch eigentlich stehen müsste. Ja? Um die Zeit für die Rinder voll zu machen. Gut. Kontrollen an den Landesgrenzen, von den Veterinärämtern. Das Tränken und der Tier alle 8 Stunden, was ja auch dazu jetzt kommt, ne? Das ist aber eine Sache, von denen habe ich mich nie beschäftigt. Das habe ich hier via Internet über die Verordnung für Tiertransporte nachgelesen. Alle 8 Stunden müssen die Tiere getränkt werden. Und Herr Lindener wird natürlich darauf geachtet haben, dass das alles eingehalten wird. Nicht wahr? Also
Summa summarum, habe ich denn Kontrollen an den jeweiligen Landesgrenzen zuzüglich Tränken alle 8 Stunden, das nicht in der Ruhezeit der Fahrer geschehen darf, ist ja Arbeitszeit dann, ne? Wohlwollend mit 10 Stunden dargelegt. Ja, und jeder, der in Spanien schon mal oder in Italien oder sonst irgendwo weiß, die Kollegen da unten, die sind nicht die allerschnellsten. Ne? Also 2 Stunden ist eigentlich schon Rekord für die. Ne? Für eine Zollabfertigung, sagen wir mal. Ne? Also ich, in meiner Zeit gab es ja noch die Landesgrenzen, ja, und ich habe an jeder Grenze, ja, das sehen ja nun einige, mindestens 3 Stunden verbracht, und an der Landesgrenze von Frankreich nach Spanien waren es dann aber auch mal 8 Stunden. Na, das ist ja heute alles nicht mehr. Da haben die mit Tiertransporte echt, sagen wir mal ganz einfach, die Arschkarte, denn sie müssen ja sich den Veterinärämtern zur Kontrolle stellen. Das macht Herr Lindener ja auch. Na, beziehungsweise seine Fahrer. Gut, jetzt scroll ich mal runter. Ich hoffe, dass man es gut sehen kann. Ich vergrößere das nachher am Computer auch nochmal. Ich habe jetzt gerechnet, Fahrzeit nach Personalverordnung von Aurich nach Gibraltar 89,2 Stunden. Dann habe ich noch hinzugerechnet die Ruhezeit der Rinder, noch 26 Stunden. Wir erinnern uns, ne? Wohlwollend die Pause 22 Stunden der Fahrer, ne? Mit der Ruhephase der Rinder zusammengelegt, blieben aber immer noch 26 Stunden über. Dann für Tränken und Kontrollen 10 Stunden, das sind 125 Stunden. 125,2 Stunden, machen wir gleich richtig, von Aurich bis zum Fährhafen nach Gibraltar. Herr Lindener, Sie haben die Strecke Aurich bis zum Zielort in Afrika in 96 Stunden geschafft. Respekt. Halten Sie sich die Berufskraftfahrer, die Sie da eingesetzt haben, warm. Das sind Künstler. Ja. Ich habe mindestens, oder nach meiner Berechnung, habe ich mindestens 27,2 Stunden länger gebraucht, nur bis zum Zielhafen in Gibraltar. Ich bin einmal, das gebe ich zu, nur ein einziges Mal mit der Fähre rüber nach Tanga gefahren. Und zwar hatte ich Bohrgestänge für einen US-Konzern, Bohrkonzern geladen. Die Fähre fährt wirklich nur 1,5 Stunden, da haben Sie recht. Ja, und dann bin ich weitergefahren nach Algerien. Ja, da war ich auch 3 Tage unterwegs. Ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer das waren, es waren aber auch eine ganze Ecke. Ja. Herr Lindener, es kann ja sein, dass es Menschen gibt, die ihre Hose mit der Kneifzange anziehen, aber es gibt das Bundesamt für Güterkraftverkehr, und ich rate diesem Bundesamt für Güterkraftverkehr, komplett alle Fahrdaten, alle Unterlagen von den jeweiligen Spediteur anzufordern und das zu überprüfen und dann gegebenenfalls Sanktionen gegen den Spediteur, gegen Sie als Auftraggeber und gegen die Fahrer zu verhängen. Und jetzt meine Bitte eben an alle Fahrer, die das kennen, die diese Strecke kennen, an alle Disponenten, die sich damit sehr gut auskennen, und an alle Spediteure. Ich lade dieses PDF, mit dem ich diese Fahrtroute eigentlich berechnet habe, lade ich extra noch hoch. Ladet es euch auf euren Rechner, überprüft das mal, ob ich da nicht gehörig daneben liege. Aber ich habe da jetzt 2 Tage vorgesessen, ich habe da drüber nachgegrübelt, da ich es ja kenne. Ja, es ist unmöglich,
in 96 Stunden von Aurich bis zum Zielhafen bzw. bis zum Zielort Entladepunkt in Afrika hinzukommen. Das, also da fordere ich echt alle auf. Ey, guckt euch das an, überprüft das. Na? Und ich bin dann auf, bitte unten in die Kommentare rein oder schreibt mich persönlich an, michael.seelmeier, S-E-H-L, Meier mit E-Y, @t-online.de. Schreibt mich an und sagt mir, dass ich ein Depp bin. Dass ich mich völlig vertan habe. Zeigt mir das, beweist mir das. Beweisen müsst ihr mir gar nichts. Ne? Wenn da auch nur ein Fahrer sagt, Michael, du bist ein Depp. Das geht schneller. Das geht in den 96 Stunden. Glaube ich ihm das? Na, ich bin seit 2006 raus aus dem Fernverkehr. Na, ich bin Kirchturmkutscher. Ich fahre nur noch Kies, Sand und so ein Kram um Kirchturm rum. Mehr mache ich nicht mehr. Gott sei Dank. Na? Beweist mir das. Setzt das unten in die Kommentare rein und ja, ich hoffe, dass ihr das Gepiepe nicht hört. Beweist mir das, dass ich völlig falsch bin. Oder aber gebt mir recht, dass Herr Lindener bewusst gelogen hat. Ja, alles klar. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann teilt das bitte auch, ne, dass es weitläufig geteilt wird. Beweist mir echt das Gegenteil. Ich bin da echt gespannt auf euch. Danke. Tschüss.